Ich möchte jedoch der Heirate, seht der ihren Freund zu mir. Ich bitte sie drum um ihre Hand, doch zweifel ich an seinem Verstand. Wieso mei Hand, ich war ganz still, glaubt er, dass ich sei Frau werden will. Ich grüße den Roland, den Rainer, den Felix und Tom. Die sind meistens schon da, bis ich als Letzter dann komm zum Therapiegruppensitzkreis, wohin ich geh seit April. Was tun, wenn die Tochter plötzlich heiraten will? Und da sitzen mir drei dann mit feuchtnassen Augen, sind völlig verzweifelt und für nichts zu gebrauchen, weil man stellt sich die Frage als Vater und Mann, wie einem das Kind sowas antun kann. Denn ich hab sie gefüttert, ich hab sie gewindelt, ich hab ihr verziehen, wenn sie aus Notwehr geschwindelt, ich hab ihr, weil sie meistens nicht dran gedacht, ihr Aufgabe mittags für die Schule gemacht. Hab mitgelernt, dass in der Schule nichts passiert. Und anstatt der 5 hat sie 4 Minus kassiert. Und dass sie euch laufen kann, selbst mit fast 18 Jahren, hab ich sie nachts mit dem Auto durch die Straße gefahren. Ich hab sie gehätschelt, getätschelt. Ich hab ihr alles gemacht. Sie kriegt noch heute von mir den Sandmann gebracht. Drum grüßt als Schwiegervater Ernst Lustig, eins so stolz wie ein V. Jetzt hat meine Tochter einen Freund und ich interessiere keine Sau. Das fing ja vorher ja schon an. Ich meine, ich hab's euch gesagt. Ich wollte, wie ihr wisst, zum Putzi ins Bad und im Wohnzimmer lief zur adventlichen Zeit. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Und dann bin ich halt neu, wie mir ins Bad halt so geht. Seh so ein Nasebär, wie ihr Puddelarsch nackig da steht. Sagt nur einfach, hallo. War aus dem Bad wieder draus. Hirsch, das ist der Muffin, sagst so sieh da auch aus. Und ab da war mir klar, man sagt's als Vater nicht gern, du wirst niemals der Mann von meinem Töchterlein werden. Geh ich geschockt in die Küche, guck mein Frau wortlos an, seht's, was denn jetzt wieder los? Sag ich, in unserem Bad steht ein Mann. Seht's, das ist doch der Muffin. Na, das fand ich der Hit. Jeder hier kennt ihn, nur ich wieder nicht. Hat meine Frau nur geräuspert und so komisch gehust, weil mir wusste, wie du dich wieder herstellen tust. Und damit du nichts merkst, weil wir haben's alle geahnt, haben wir den Muffin als eine von Zalando getarnt. Aber ein guter Kerl, wie ich bin, ich hab mir selber gesagt, hab ich mir den Muffin dann noch mal im Helle betracht. Hohe bis da hin, sieht bald aus wie eine Frau, so ein Eisenbahnsbad, alle Stationen steht da, Wollkapp im Sommer, dicke Schal um den Hals und dann kurze Hose, nicht ganz klar jedenfalls. Aber ich will ja nichts sagen, weil es gehört hier nicht hin. War ich froh, dass wir den Muffin noch mal losgeworden sind. Und dann ein Vierteljahr später, meine Begeisterung war groß, ging das ganze Spektakel mit dem Sören dann los. Und meine Frau sagt noch zu mir, ich soll positiv denken. Und dann kam er, der Sören. Mit 2 M voll Geschenke, de Krare gestellt, die hohe Euge gelt, im O-Ziegelche hat nur die Kommunionkerz gefehlt. Dann hat er Geschenke verteilt für die Tochter und Frau. Pralinche und Blume, ich hab nix gekriegt, war klar. Muss ja nicht sein, bin nur der peinliche Alte. Ich stand neben dem Fenster, hat mich sicher für den Vorhang gehalten. Yeah.
Ich meine, was willst du erwarten, also wann du verstehst? Wenn einer wie ein Schrank von Ikea schon heißt, seht ihr, ach, für sie hab ich auch was, sagst, es ist aber lieb und gib mir ein Buch, mach mehr aus deinem Typ. Ja, das waren noch Zeiten, als ich vom Büro gekommen bin und meine Frau samt der Tochter gleich zur Tür gestürmt sind, haben mir die Tasche abgenommen, ja, das ist nicht gelogen, die Jacke zuerst, dann die Schuhe ausgezogen. Ich wurde verwöhnt, ihr Nanna Halese. Jeder Wunsch wird mir quasi von den Augen abgelesen. Schön, dass du da bist, war durchs Haus laut zu hören. Und heute dreht sich alles hier nur noch ums Hören. Und dann betrete ich die Küche, hatte den ganzen Tag Stress und guck auf den Esstisch, sag, was denn jetzt das? Heißt, ey, der ist doch Veganer. Oder was weiß ich, wie mir seht? Sag, ey, ja, besser als wenn er kein Fleisch esst. Kein Leberwurst, Blutwurst, kein geräucherter Fisch. Nur so Tofu-Spießbraten, aber nichts zum Essen für mich. Ich hab quasi vor Hunger schon im Sterben gelegen. Und anstatt Wolke am Himmel nur noch Rumsteaks gesehen. Ja, da kommst du dir vor, wenn am Essen wir sind, als ob FC Tofu 3-0 gegen SV Fleischwurst gewinnt. Und letzt kamen sei Eltern. Er und sie, halt zu zweit, zum Antrittsbesuch. So ein paar neireiche Leid. Beste Cabrio-Fahrer, so mit offenem Verdeck, direkt vor die Eufahrt. Sag, mach bloß ein Fahr weg. Ich hab das ja sofort gesehen, jetzt mal ganz ohne Busse. Das sind so hyperaktive Erziehungsgeschosse. Kluge Mutter, Elternbeirat, nur gebabbelt, verzählt. Seht sie, ich bin die Tante. Sag, es hat mir gerade noch gefehlt. Das ist mein Gatte Jens Uwe. Der hat die Blume getragen und an seinem Blick konnte ich sehen, der hat auch nichts zu sagen. Ja, mein Mann tut schon immer in unserer langjährigen Ehe quasi morgens, mittags, abends nur zum Golfspielen gehen. Aber ich möchte nicht jammern und ich tue auch nicht wimmern. Ich tue mich ums Haus und die Erziehung bekümmern. Ich fahre den Sören zum Tennis und auch zum Ruderverein. Zur Nachhilfe muss er im Hauptfach Latein. Bring ihn zur Waldorfschule morgen, zahlst das Pass zu dem Ganze. Kann er seinen Vornamen klatschen und den Nachnamen tanzen. Stressig und manchmal fällt es mir schwer und babbelt wie ein Maschinengewehr. Jens Uwe sagt auch was, stummt plötzlich sei Frau und da hält er noch Luft, kam von ihrem Kommentar. Sagst, geht mich nichts over, aber wie ich das jetzt sehe, wenn er eh nicht zu Wort kommt, kann er auch Golfspiele gehen. Aber seit er im Haus ist, da unsere Tochter ihren Bosch, drehen die weiblichen Wesen in unserer Familie gerade durch. Ständig ist er nicht goldig, ach guck mal wie schön, so ein ausständiger Kerl und so schneeweiße Zeh. Ach wer ist 30 Jahre jünger, Sätze, ich stünde parat, sag ich, jetzt kommst du damit, hätte mir vieles erspart. In meinem eigenen Haus herrscht ein ganz neuer Drill.
Wegen Sören darf ich nicht mehr tun, was ich will. Ich hab T-Shirts gekauft, kriegt in alle Farben ganz neue, damit ich nicht auf der Couch in Schieser Feinripp rumleihe. Und mit fast 50 Jahren, ja, das könnt ihr ruhig wissen, darf ich, wenn ich muss, nur im Sitzen noch missen. Ich muss die Duschkabine abziehen, dass es keinen Wasserrand gibt. Und wenn ich's vergesse, kommt meine Frau auch gehippt. Was soll der Sören dann denken? Das ist nicht mehr normal. Wenn's der Sören vergisst, ey, dann ist es egal. Ich höre nur noch Sören, Sören vor und zurück. Denk ich, da fehlt dir jetzt quasi nur noch eins zu deinem Glück. In dem Moment klingelt's, denk ich, wer wird das wieder sein? Steht meine Schwiegermutter da, ich zieh bei euch rein. Und dann hab ich mein Herz hier, ich war zu Tränen gerührt, in die Kirche vor den Altar zu ihrem Sören geführt. Ich steh in dem Anzug, mein Herz als Vater, es schäumt, und da klingelt mein Wecker, und ich hat alles geträumt, keine Hochzeit, keine Orgel, keine Brautkleid mit Schleppe. Selbst der Sören ein Traum, es hat nur der Muffin stets gäbe. Ich hab batschnass geschwitzt in mein Bett drin gelegen. Und meine Schwiegermutter plötzlich vor Augen gesehen, wie ihr Schnut sich schon spitzt. Ich hab gewettet, Mister Wisse, bevor Chantal Muffin heirat, du ich meine Schwiegermutter küsse. Also ich aus dem Bett raus, wie mich keiner hier kennt. Und bin schnurstracks zum Zimmer von unserer Tochter gerannt, ohne zu kloppen, direkt durch die Tür und ruf: Muffin, komm her, sag Papa zu mir. Und nachdem sie mein Seiji jetzt habe, leg ich mich wieder neben meine Frau. Aller Nacht, macht's gut und hello! Recht herzlichen Dank, Jürgen Wiesmann, mit einem dreifach kräftigen Donnerstag. Hello! 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 Jürgen, mach's gut!